Ja, was wird nicht einbezogen? So. Wilbur, der Wilbur. Der Flaming Wir kommen bei Hydra, einer der erneuten Hydra. Runde Halo Wars 2. Open Beta. Wieder mit am Start. Der Hosi. Hause Bratz! Voller Marsch, voller Marsch. Machen wir jetzt eigentlich so lange gleiche Taktik, bis wir mal herausgefordert Schnauze werden, fallen. bis wir auf die Schnauze fallen und dann was Neues überlegen. Okay, auf jeden Fall gemischtes Duo. Ja, Boah. den. Gemischtes Lachs-Duo. Der Wilber. Und der Flame und die Hördra. Die ist schon mal Jürber. 18, die Hördra. Jürber. Hördra. Ja, meine Damen und Herren, das ist schon unser achtes Spiel. Ich brauche noch zwei Spiele zum Platzieren. Dann werden wir den Goldrang belegen. Und wenn das Spiel uns das deswegen nicht kaufen, weil wir schon die Besten sind. Haha, Witz. Der Laxa-Massaker hier. So, wenn wir mal kurz hier mal landen. So, neue da. So. Und Handy klingelt. Und was ist los? Grüß dich. Ja, grüezi. Schweizer haben gerade nur einen Punkt geholt. Die Schweizer. Die Schweizer. Schweizer Ultras haben, oder Hooligans haben die eigentlich so Kuhglocken dabei? Bestimmt. Ja, Mai. Ja. Das sind der Bayer. Jo Mai. Jo Ja, Blocks. mein Jo Blocks hier essen. letzter Läufst, stirbst, selbst nicht, stirbst, ah, is auf. Ah, das ist schon ein starker Trinkspiel. Das muss man den auch mal lassen. Ah, waiting for players. Oh, warst du auf mich? Oh, der Lukas, der lädt schon wieder nicht so. Ich mache hier gerade einen auf Erik. Oh, das Erik-Syndrom. Alle vorhin war auch cool. Vielleicht kommt jetzt wieder hoffnungsvoll hier in die Party rein und dann erfährt er, Ist die Map anders? dass wir gleich Die falsch rum gedreht? wieder Fußball gucken. Ja, ah, die war falsch rum gedreht. Was laberst du? Nein, ich bin hier wieder auf meiner gewohnten linken Position von dir. Ja, ey, ist so, ey. Können die da nichts machen, ey. Also wir brauchen sich mal mehr absprechen. Das läuft einfach wie geschmiert. Es läuft wie gelaxt. Nimmst du ein? Wer nimmt da ein? So, erster Blitzreaktor da ist eingenommen. So, ihr nehmt die Ressourcen. Okay, ich nehme A ein. Jo, E ist auch unter. Ne, ist noch nicht unter. Jetzt ist E am Einnehmen. Stützung hochziehen. Ah, die kommen auch direkt in die Mitte. Ah, ich Okay. glaube, die werden mich holen. Die sind hier mit mehreren Einheiten. Okay, ich komme. Brauche deinen Warthog. Ja, ich habe auch dieses andere Fahrzeug mit Raketenwerfer. Komme, bin unterwegs. Lokale Einheit. Okay, also hier könnten wir jetzt mal mehr gefordert werden. Okay, deren Warthog haben wir, das ist sehr gut. Ah, fuck, mein Warthog Hab ist auch noch fast was? down. Ich hab da noch was Ah, hingeschickt. fuck. Nice.
Okay, wir haben die fast. Okay. Okay, wir haben alle Einheiten von denen. Jetzt nehme ich es. Ah, da kommt direkt der nächste Trupp. Ich ziehe mich zurück. Gegen die werde ich auf keinen Fall einnehmen. Ich nehme jetzt die anderen ein. Okay. Ja, die ist mio. Dann baue ich direkt meine zweite Base. Okay, einen nehme ich ein. Bei A gibt es ja anscheinend Stress. Ja. Okay, das könnte jetzt also schon das letzte Spiel sein, in der wir diese Taktik machen. Je nachdem, ob wir verlieren oder nicht. Ja, die nehmen jetzt hier unten den zweiten Reaktor ein. Der Feind hat Dominanzpunkt A erobert. Jo. Dann muss ich gucken, dass ich jetzt hier schnell auf Deckstufe 2 komme für Fahrzeuge, für Luftfahrzeuge. Nimm hier oben die mittlere Position wieder ein, hoffentlich habe ich das. Hier einen Turm. Ich guck mal, ob ich noch den Turm hier oben einnehmen kann. Nimmst du, bist du blau? Nee. Nee, ich blau nimmt gerade hier oben ein. Nimmt gerade hier ein. Okay. Also der war das auch noch der, der eben die Armee hatte, ne? Also der hellblaue, der hat zu sein. Das könnte ich mal probieren. Gut, der eine könnte jetzt mittlerweile auch wieder eine Armee aufgebaut haben, aber... Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal, ob ich da einnehmen kann. Also da ein bisschen steht hier auf jeden Fall noch. Ja, aber nicht... Oh, blau ist das, okay. Ja, der andere ist auf jeden Fall wieder vor. Geteilte Armee. Nee, der hellblau ist hier. Das war nur ein Trupp vom Blauen. Ah doch, okay. Der blaue hat... Ah, die haben hier eine gute Armee. Muss mich wieder zurückziehen. Das sind noch viele einzelne, oder? Also viel kleine. Generator errichtet. Jetzt mal die scheiß Granate werfen, danke. Okay, ich habe jetzt mein Luftfahrdepot. Lokale Einheit. Wir müssen auf jeden Fall eins angreifen dann. Ja. Ich brauche aber vor allem deine Panzer, weil Fahrzeuge machen ja nichts gegen Infanterie. Infanterie schlägt Luftabwehr. Luftfahrzeuge. Ja, ich baue gerade schon alles. Extrem gut gegen Infanterie. Ich brauche einen Kodiak. Gut. Okay, ich würde eigentlich sagen, dass wir denen ein bisschen Stress machen müssen, bevor die sich auch in Ruhe aufbauen können. Ja, ja, ja. Deshalb ja, gehe ich noch, ich geh noch mal in die Mitte. Gleich. Genau. Also genau, okay, lass gleichzeitig machen. Ja, genau. Ja, warte noch kurz, dann habe ich noch zwei. Jo, los. Okay. Lokale Einheit. Oh, bei dem funktioniert es auf jeden Fall mit diesen Sachen. Der hat diesen Typ da. Jawohl. Wir legen los. Ziel erfasst. Das könnte etwas rau werden. Ich kann nichts aus. Ich kann meine Superpunkte nicht machen. Ja, meine Luftfahrzeuge machen leider nicht so viel gegen deren Einheiten. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Oh, ich habe seinen Typ getötet. Ich habe das Gefühl, dass meine Einheiten gerade gar nicht schießen. Lokale Einheiten.
Ich hab's. Nice. Ich schick noch mal ein bisschen was zu dir. Ja, das wäre gut. Fast. Okay. Ich schick dir einen Kodiak, der ist gut gegen... Ja, das wäre gut. Infanterie. Das Problem, ich habe zwar ein paar Hornets, aber wie gesagt, Infanterie macht die halt relativ schnell down. Ich muss jetzt auch mal eigentlich heilen. Hast du eingenommen? Ja, ich bin gerade dabei. Du musst aber jetzt beweglich bleiben für oben hin, ne? Auch mit den Hornets dann, das war ein bisschen... Sehr nice. Ah, da haben wir beide gekillt, beide. Dann nehme ich jetzt auch mal B ein, weil dann... Ich nehme unten den Reaktor wieder ein. Ja, wir müssen ein paar Punkte wieder gut machen. Ja. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Rücke aus. Ja, 60%, ich hab's fast. Ich habe ihn auch bei 80. Ja, die greifen wieder die Mitte an. Okay, aber da müsste ich was. Müsste ich gut positioniert sein. Die Kodiaks machen ordentlich Schaden. Die Teile. Schießen wir. Ah, doch, jetzt schießen wir. Gut. Lokale Einheit. Ja, wir haben den Trupp fast. Lokale Einheit. Nice. Ja, noch zwei Trupps. Jawohl. Ich muss auf jeden Fall auch nach Soldaten nachziehen. Das ist eigentlich entwickelt. Kannst du mir mal. Hast du noch irgendwo einen Trupp rumstehen? Nee, ne? Lokale Einheit. Zwei habe ich hier, wo denn? Ich brauche irgendeine Base auf jeden Fall. Irgendwie eine Base. Weil. Ah, Moment, also ich kann entweder die hier oben in der Ecke oder die hier. Ich mach dir die hier frei. Ja, okay. Lokale Einheit. So, ich mach mal hier vorne. Kannst du mal hier ein Stück nach vorne gehen mit irgendwas? Begebe mich zu den Koordinaten. Oh. Kann ich gar nicht. Hier ein Stück nach vorne gehen. Mit irgendeiner Einheit, mit einer Marine oder einer Hornet kurz. Ich will da Lotus-Dinger hinlegen. Jo. Jo, reicht, danke. So, ich muss auf jeden Fall ein paar Infanterietrupps nachziehen. Das wäre schlau, wenn ich das so umentwickle. Die bauen sich jetzt mega auf, ne? Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Dann baue ich... Die Base ist frei gerade, ne? Wird gerade angezeigt. Gebe mich zu den Koordinaten. Okay. Jo, hab ich. Ich habe auch Flugabwehr jetzt gebaut. Bevor die irgendwas machen, ich greife nochmal D an. Okay. Weißt du, bevor die sich aufbauen können. Ja, ja. Ganz gute Idee. Wenn wir Flugabwehr brauchen, müssen wir... Ich stelle hier in der Mitte nochmal eine Flugabwehr hin. Und dafür ziehe ich noch einen Kodiak ab. Erforscht. Jo. Hier ist keine Base. Hier kommen sie, Da kommen sie, ja. Was ist jetzt ein Flammenwerfer? Flammenwerfer kann ich mit meinen. Boah, ja, egal, ich habe nur einen Marine Squad. Reaktor-Upgrade abgeschlossen. Aber die Flammen werden bei mir gar nicht angezeigt. Na ja, gut, aber du zerstörst die Einheiten nochmal. Die gehen jetzt zu C. Viele? Ja, also ich weiß nicht genau, was das sind. Das sind Sprungbrutes, die scheinen gut Damage zu machen. Ich komme mal mit Flugeinheiten und zur Unterstützung. Ja, das wäre super. Ich habe das Nachrückdings von denen habe ich zerstört. Lokale Einheit. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Sehr gut. Okay, den Trupp haben wir. So, brauche ich nicht zu schwenden. Ja, den Trupp haben wir. Ich zieh direkt zurück. Ich brauche einfach eine Waffenkammer, ich brauche Verstärkung, ey. Ja, habe ich auch gerade mal entwickelt.
Luftdepot. Oben wieder 10. Ich konnte nicht mit irgendwas fliegen, dem. Ah, okay. Richter, Geschworene und Boah, was ist das für ein Teil? Oh, die gehen ziemlich viel auf C. Ja, ich hab jetzt kurz, Ich geh auf den Loctus. Der Loctus ist schon down. Ich hab ein Geschütz hingestellt. Gut. Ich bin aber auch zur Unterstützung wieder mit der Luft da. Ja, da die kommt auch nur irgendwas auf Flugzeug, irgendwas, die schickt. Ja, ja, ich hab Bullbreeds aber da. Ja. Ich glaube, die können auch nur reparieren, was der da hingeschickt hat. Ja, ich hab Bullbreed da alles. Ja, sehr gut. Da kommt wieder dieses. Ah, okay, der angreift jetzt auch an. Ja, mir fällt das in der Anzeige. Ja, bei mir auch. Okay. Oh, meine ganzen Hornets sind jetzt ein Dings. Stufe 1. So. Ja. Die kommen noch mal, die kommen noch mehr dahin. Was macht der denn da? Davor die Einheiten vor. Beheizung. Das könnte etwas rau werden. Feindliche Einheiten entdeckt. Sende Position. Nice. Boah, deine Hornets klatschen die aber richtig weg. Ja. Ja, die nach oben schießen nur. Also die schießen können, die machen meine Hornets down, aber die halt Flammenwerfer oder sowas, die haben halt keine Schnitte. Nein, ich glaube, wir haben noch. Guck mal, ich habe auch ein paar Wolverines, Kodiaks. Zwei Panzer, das macht halt auch die Mischung, ne? Ja. Na, da kommen auch Jäger hier. Na gut, ja. Ja, flieg ich nochmal ein paar Punkte. Wobei man sie kriegt ja eh keine Punkte hier in dem Spiel. In der Beta. Oh, hier sind sie. Oh, der kloppt jetzt meine Panzer wahrscheinlich kaputt. Vielleicht ist ihm das ein persönliches Bedürfnis. Ne, guck mal, wie schnell die kassieren. Oh, jetzt krieg ich meinen Panzer. Ja, ich hab da meine Heilung okay. drauf gesetzt. Sauber, ah, nice. Man, ein bisschen am Anfang wurden wir ein bisschen gefordert. Ja, das war also. Die haben halt dagegen gesetzt, ne? Die sind auch direkt zur Mitte gezogen, aber wir haben es auf jeden Fall besser gemacht. Halt, nachdem wir dann den ersten Typen, der uns angegriffen hat, da in der Mitte. Also mich zuerst und dann du hast mich unterstützt, ne? Haben wir den erstmal weggesnackt. Als der zweite dann kam, ne, dann hat er auch meinen taktischen Rückzug gemacht. Und ich halt alle Einheiten da verheizen. War halt schon mal. Ja, das muss halt auf, ja, ja. War schon mal ganz gut. Nice, war eine coole Runde. Aber nur hat irgendwie so im Nachhinein ein bisschen schade, dass die dann am Ende irgendwie. Gut, die haben da zwar oben versucht anzugreifen, aber dann der Blaue da, der ist dann da ja einfach nur noch hingelaufen, der hat da ja gar nichts mehr. War ja gar keine Taktik, der hat einfach nur den Spawnpunkt da hingesetzt, dann sind sie da die ganze Zeit hingelaufen. Eigentlich auch unnötig. So, oh ja, ich komm raus, warte. So, Handy, alles. Noch zwei Spiele. Ich war nicht mal Tech-Stufe 3, ne? Ja, ich hab's am Ende noch entwickelt. So einfach aus Spaß, als sich abgezeichnet hat, dass wir siegen werden. Wobei, nee, ich hatte das schon früher, weil ich hatte ja. Nee, ich hatte schon früher. Weil Tech-Stufe 3 war ich ja für eine Vulture und ich hatte ja recht früh eine Vulture. Was heißt recht früh? Ich hatte ja eine Vulture. Okay, wieder beide Kommandanten vorhanden.
Ich würde sagen, immer noch bewährt die Taktik. Also wissen wir, was zu tun ist, wa? Hallo? 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 Ja, ich habe gerade noch überlegt, ob ich, so französisch antworten sollst. Weil ich keine zweite Base hatte, weil ich einfach schnell machen muss. Weil ich schnell da oben hin musste. Aber sonst. Ah, so ein Warthog ist auch mega Vorteil am Anfang einfach, ne? So ein Warthog ist... Der Warthog hat hier in dem Spiel jetzt einen komplett anderen Stellenwert zum ersten Teil. Warthog war im ersten Teil auch nur so, tschüss. Ja, das war halt im ersten Teil so das, was dieses eine Motorrad da übernimmt, jetzt in diesem Spiel. Ja. Das ist eigentlich nur Aufklärung und Boxen einsammeln, also Ressourcen einsammeln. Gut, es gab zwar den Water Crush, aber... Ja, Water Crush war ja ekelhaft, ey. Boah, das aber kannst du hier in dem Spiel auch spielen. Ja, aber das Lustige ist halt, man braucht halt die Garage und wenn man schnell ist, dann hat man auf jeden Fall schon ein Luftfahrtdepot und dann kann man halt auch schnell die Hornets machen und Hornets machen die Warthogs schon Garage ordentlich weg. Aber brauchst du nicht für Warthogs. Kannst du aber in der Startbase kannst du Warthogs auch so bauen. Ach echt? Ich glaub schon. Ich meine, die werden erst in der Garage vorhanden. Nee, kannst du nicht. Ja. Ja, kannst du nicht. Oh, nochmal auf die linken Seite, ja. Lokale Einheit. Nachschubmodul errichtet. Ich entwickle mal dieses Motorrad. Dann kann es schießen. Tada! Das heißt, das ist wahrscheinlich die Waschmaschine. Lokale Einheiten. Generator errichtet. Lokale Einheiten. Und Ressourcen am Anfang zu sammeln ist so wichtig. Ja. Okay, ich nehme jetzt A ein. Lokale Einheit. Nein. So. Okay, A gehört uns. Wir haben Dominanzpunkt A erobert. Das gehört auch uns. Das. Ich probiere noch mal wieder den einen. Ja, mache ich. Ich probiere noch deren Generator oben einzunehmen. Was auch cool ist halt, wenn die Einheiten halt schon in der Nähe sind von Ressourcen oder sowas, dass sie die auch von alleine einsammeln. Gehen sie dahin. Ja. Das Einzige, was ein bisschen lästig ist, ist halt hier in der Mitte. Genau von diesem Reaktor links und rechts. Links sieht man die Ressourcen noch und rechts davon die Ressourcen. Da muss man die halt wirklich genau auf den Reaktor setzen, damit die den Reaktor einnehmen und nicht erstmal gemütlich die Kisten einsammeln. Muss man immer direkt im Auge behalten hier, den Lachs, ey. Okay, der eine Reaktor gehört hier auch noch uns.
lokale Einheiten. Okay, Base ist im Bau. Reaktorstufe 2 oh, auch. Ich mache erst die Mini-Base hier oben. Jo. Ach stimmt, Reaktorstufe 2 muss ich auch noch machen. Der Feind hat Dominanzpunkt E erobert. Ah, jetzt haben die B erst. Okay. Ah, die gehen jetzt zum Reaktor. Ne, gehen vorbei. Okay, wie viel. Ah, kommen die zu C. Das muss ich jetzt gleich mal beobachten, weil dann hole ich meine Jet-Dinger. Jet-Bait und dann. Upgrade abgeschlossen. Jetzt gehen die da kommt zu. Noch was. Ja, ne, die gehen aber. Ich glaube, könnte auch sein, dass der Ressourcen sammeln geht. Okay. Jetzt geht er, glaube ich, zu C. Ja, geht zu C. Ist aber eine normale Soldateneinheit nur. Eine? Also ich habe nur eine gesehen. Jetzt ist, läuft ein bisschen drauf. Mehr rum. Ja, jetzt warte dann, mal, ja. Ich sehe es. Jetzt ist da ein bisschen mehr. Ich warte noch. Ja. Lokale Einheit. Lokale Einheit. Ah, yeah, jetzt kommen die zu mir. Egal, wir haben A, ich mach noch nicht viel. Jo. Luftfahrzeugdepot errichtet. Okay, ich mach jetzt schon meine erste Hornet. Komm, ich mach direkt zwei. Okay, die kommen zu nah, die kommen nah an meinen Tower und kassieren. Nice. Okay, dann hast du genug Zeit, jetzt deine Dings zu machen. Ja. Okay, erst Hornet ist da. Ja, C können die gerne haben. Das kann ich mein... Ach, das ist deine. Okay, ich dachte gerade, warum kann ich hier nicht auswählen? Ja, komm schon. Komm noch 50, dann bin ich... kann ich auf Stufe 3 gehen. Ich noch erstmal hier oben ein paar Einheiten bauen, dass ich hier nicht voran werde. Ja, aber so ist. Bau oder? Ja, ist ein Bau. Ist ein Bau. Ich glaube, die kommen jetzt zu dir. Ich flieg mit den Einheiten dann direkt durch. Ja. Wobei, ich glaube, müsste ja eigentlich. Muss ein Stück zurück. Wobei, ja, genau. Muss ein Stück zurück. Unter den Türmen dürfte das eigentlich kein Problem sein. Jetzt geht's ab. Ich gehe hinten direkt aufs Fahrzeug. Guck mal, was da oben kommt. Da kommt ein Kodiak. Nice. Okay, ich snack mir jetzt den Jo. Wenn sie sich bewegen, wenn sie selber zurückgehen, dann geht. Jetzt. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Wir gehen weiter drauf. Ja. Der hat eine Heileinheit. Snack ich mir. Oben, du wirst oben angegriffen, Vorsicht. Ah, hintenrum, ne? Genau. Ja, dann geh ich da. Aber meine Türme, ich nehm trotzdem ein. Flieg da gleich mal hin. Ah, das sind nur so ein paar. Alles gut. Jo. Lokale Einheit. Nice. Jawohl, hat das schon mal gut funktioniert. Ich hab die Heileinheit von dem Typen da eben auch noch bekommen. Das heißt, die macht auch keinen Stress. Okay, ein paar Einheiten habe ich verloren. So. Ich schaffe es auf jeden Fall zu neutralisieren. Okay, meine Vulture ist jetzt gleich da. Oh, auf jeden Fall mal Logistik, schnellere Einheiten. Produktionsstelle. Also ich hab's geschafft zu neutralisieren. Nice. Höre sie laut und deutlich. Verstanden. Also hier in der Mitte läuft jetzt wieder dieser eine Trupp, dieser Sprungbrut. Die kassieren aber. Ich hab hier hinten einfach mal den Turm hier besetzt. Die kassieren haben schon ein bisschen kassiert. Moment, ich kann ja schnell mit den Hornets schon mal abfangen. Ich klär mal kurz auf, ob hier hinten eine Base ist. Nee.
Dann ist der jetzt meine. Das ist echt krass, wie die teilweise echt 500 Meter daneben schießen. Und dann trotzdem treffen. Okay, die Einheiten sind ja, jetzt bei dir angekommen, aber so gut wie down. Ja, alle down. Jo. So. Kann ich hinten mal die kleine Base haben bei dir? Die Mini-Base? Ja, die. Ich hab sonst nicht so viel. Ja, das klappt gut, weil du bist dann so mega gut aufgebaut. Also ich versuche am Anfang viel zu machen. Und danach bist du so gut aufgebaut, dass da Kasala. Das ist da Kasala, genau so sieht's aus. So, ich brauche Verstärkung. Gut. Panzer und noch ein. Ich mach schon mal einen Wolverine nochmal mit, weil ich könnte denken, dass jemand anderes probieren jetzt. Boah, ey. Vorräte brauche ich gar. Hier diese. Okay, in Mitte kommt wieder was. So heftig. Chopper. So geil, wenn man einfach was besetzt hat, man. Reaktor-Upgrade abgeschlossen. Ja, da ist er. Er sollte keine Chance haben. Upgrade abgeschlossen. Verstärkungszentrale. Stark, wie wir das eigentlich machen. Es ist so lang. Aber man merkt, dass die jetzt auch öfter spielen, die Leute. Und da kommen jetzt welche, die machen sich mal Gedanken. Wieder eine Hintenangriff da. Lokale Einheit. So, ich positioniere mal hier welche weit vor A, dass wir uns nicht so weit entfahren können. Guck mal, das Geile ist, wir sehen die jetzt auch schon früh, wir wissen jetzt genau, von wo die kommen. Ja. Hast du hier oben bei E nicht noch irgendwo einen Turm? Hier ist noch einer. Ja. Ja, ich fahre da gerade hin mit einem Chopper gucken. Ah, hier, da ist ein Gegner. Nee, da komme ich nicht weiter. Ich rück mal ein bisschen vor, ne? Aber ich könnte. Ein bisschen Action hier. Okay, hier ist eine Zweitbase. Da noch keine weit ausgebaute Zweitbase. Hier ist noch eine. Ah, die ist schon weiter. Okay, meine ist down. Ja, hier kommen jetzt Hornets. Ja, ich bin unterwegs. Ja, wobei du hast ja auch eine. Von der Seite kommen Einheiten bei dir. Oh, alles gut. Vorsicht, MAB auf deine Einheiten. Oder ist das deine MAB? Ja, ich kann gar nicht bewegen. Ich habe gerade MAB gehabt. Ah, die glaube ich auch. Sogar noch eine Einheit nach von denen. Die haben meine Infanterie da aber ordentlich auseinandergenommen mit den. Mit den Dings. Mit den Flammenwerfern, ja. 80 Punkte ist jetzt gleich vorbei. Bin jetzt auch nochmal bei der Weite, bin ich da jetzt auch nochmal. Ach, da sind auch Scharfschützen bei. Die machen, glaube ich, auch gut Damage gegen Infanterie. Ja. Nice.
für den Spielmodus aber alles nicht brauchbar. Also, noch nicht. Ah, nice. Gut, eine können wir noch schaffen. Ja, machen wir. Ich bin schon auf dem Weg raus. Da, bei mir hakt das immer in diesem Bildschirm, wo sie dieses Vorverkauf machen wollen. Ne? Da spannt das bei mir. Richtige Lauch, ey. Als ob wir das wollen wollten. So, tschüss. Aber wir sind schon stark. Läuft bei uns. Ich glaube doch richtig gut so, wie wir es machen. Du hast ein bisschen mehr Zeit, ich zur Not haut auch billige Einheiten raus. Hey, lass jetzt schon mal ESL anmelden, ich will. Gibt's sogar wirklich Tuntu. Gab's nur bei Halo 1. Ich konnte Cutter einfach gar nicht auswählen, ne? Hat sie selbst Cutter ausgewählt. Ich weiß, Erik und ich haben ja CSL gespielt. Damals noch. Und waren ja krass. Ich weiß grad. Ich glaube, wir haben zwei. Haben wir zwei Maps gegen die gleichen gespielt? Wir haben auf jeden Fall zwei Maps gespielt. Wir waren beide Male so knapp vom Sieg. Dann haben die das Spiel doch noch umgerissen. Das war immer sehr, sehr bitter. Ist da eigentlich sowas vereinbart wie kein Rush oder so? Darfst du alles machen? Ich weiß nicht mehr, wie die Regeln waren, aber ich glaube, da war so eine F11-Time. Also 15 Minuten darf man nicht angreifen. Boah. Ah, das finde ich aber auch irgendwie langweilig, weil da, also glaube ich, ist wer baut sich am schnellsten am besten auf. Vielleicht waren es auch nur 5 Minuten, also so, dass man halt keinen Rush macht. Sind so eiskalt, so. Also hat man halt wirklich so eine 5 Minuten nicht Angriffszeiten und dann machst du dir einfach ganz schnell die Basis clean neben den Gegnern. Baust du dir deine Base auf. Und dann immer rüberballern. Ab Minute 5 geht's dann halt los, ey. Dann nur drauf, ey. Dann nur drauf. Boah, das ist echt schon Routine, ne? Ich drück dann einmal RB komplett hoch, bin dann schon mal D, schick dann meine Einheiten hin. Voll schlimm. Findest du immer nur ein bisschen störend, dass ich immer links, also hier auf der Seite gerade, also wenn ich außen spawne und nicht innen, habe ich mal einen weiteren Weg. Stört mich. Das stört dich. Das stört mich wirklich, ja. Oh, wir sammeln die Scheiße, Alter. Was ich auch sehr geil finde, dass die Einheiten einfach direkt dann das einsammeln, ne? Also das... Okay, A wird eingenommen. Der hat doch die Ressourcen eingesammelt, der Penner, ey. Wir haben Dominanz vom A erobert. Okay. Da ist unser. Der ist auch unser. Lokale Einheit. Guck ich nochmal, ob ich deren
Reaktor einnehmen kann. Stufe 2 wird er noch nicht entwickelt. Brauche ich noch ein bisschen Energie für. Bei mir hängt's gerade mega. Nein, verlasst mich nicht. Okay. Nee, nichts passiert. Wir nehmen eh jetzt schon ein. Okay. Also, sie sind auch nicht unschnell. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Der Feind hat Dominanzpunkt E erobert. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. Lokale Einheiten. So. Okay, Textstufe 2. Jo, bin ich auch gleich. Ah, bin ich schon. Oh, Textstufe 3 direkt machen wir auch nice, oder? Ja, salut. Du glaubst auch, Turnier Europameisterschaft besteht aus einem Spiel, oder? Bei mir hängt's wieder. Wir machen hier gerade so eine kleine Zocker-Session. Kleine, ja, das ist aber unser letztes Spiel schon. Bei mir hängt's mega. EM-Wörter. Ah, fliegt man nicht raus, ey. Nee, man kann nur 2 gegen 2 spielen und man kann halt auch. Aber die Such-, also die Lobbygröße ist auch nur auf 2 limitiert. Und wie findest du das Spiel? Kann nichts machen, ich bin auf meiner Hauptbase. Wie findest du das Spiel? Oh, die kommen jetzt in die Mitte. Ich kann nichts machen. Ja. Also ich krieg Ressourcen, aber ich kann nichts mehr machen. Na, scheiße. Macht ziemlich den Fehler, ach, der hat diese Einheiten hier schon wieder. Oh, wie kacke. Also ich bin auf meiner Hauptbase und kann nichts machen. Der Feind hat Dominanzpunkt C erobert. Ja, cool. Stand gerade Verbindung zum Gegner getrennt. Ja, was hast du gemacht? Ich habe so viele Ressourcen und kann nichts bauen, weil ich mich nicht bewegen kann. Du hast jetzt angegriffen. Oben bei deiner Minibase. Aber da sind Türme besetzt. Ja, ja. Ich glaube, der eine Typ, der mich hier in der Mitte angegriffen hat, ist rausgeflogen. Dann gewinnst du es ja vielleicht. Ja. Ja, die da oben ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall gesaved. Stelle. Ja, Logo. Ich brauche nicht mal was machen. Er kann den Punktestand sagen, der ist bei mir auch nicht mehr. 4320 zu 3180. Guck, so sieht es bei mir aus. Ich hab dir ein Foto geschickt. Ich bin einfach auf meiner Base und hab keinen Cursor mehr. Nichts. Das ist echt scheiße, ne?
Beta halt, ne? Ja. Muss ich auch noch die Basis da oben alleine einnehmen, ey. Also C. Ne, du kannst auch noch halten. Ja, aber wenn ich C einnehme, geht's schneller. Na, schickst deine Einheit hin, machst das klar. Ja, mach ich jetzt. Und dann, dann greifen die mich an und die Türme schießen auch den Weg runter. Das heißt, wenn die zu B gehen, dann. Boah, ich hab 2000 Vorräte, ne? Nicht viel was bauen. Kampfmechanik erforscht. Nochmal aus dem Menü raus. Ja, EM. Vielleicht gucken die auch alle Fußball. Ach, ja. Ja, wir gucken auch gleich wieder Fußball. 21 Uhr, nächstes Spiel. Ich denke mal nicht Fußball gucken. Lokale Einheit. Ausrüstliche Logistik erforscht. Lokale Geht da jetzt weg? Der hat gerade echt Mine auf mich gelegt, ne? Oh, der Ja, da kommt die 10. Ja, ich sehe es. Vielleicht schaffst du es zu neutralisieren. Ja, schaffst du. Ich lieg jetzt auch meinen. Nein, jetzt sind die Soldaten echt reingelaufen. Oh Mann, ey, da hast du die eine Sekunde nicht unter Kontrolle, ne? Und dann laufen die da direkt rein. Laufwerk habe ich jetzt alle Einheiten genommen. Ich hab den da auch auf jeden Fall einfach mal Minen hingelegt. Ja, die nehmen wieder ein. Drücken, kein einziger Knopf. Kannst du eigentlich noch irgendwas drücken? Irgendeinen Knopf? Ich werde tun, was getan werden muss. Da ist Controller neu. Bestätigt. Wäre natürlich bitter, wenn es jetzt direkt danach wieder gehen würde. Da ist Tommy. Sehr stark. Verstanden. Begebe mich zu den Koordinaten. Aufpassen, wir haben Bescheid. Weiß, wenn die jetzt wieder zu meinen Türmen gehen würden. Bin ich schön blöd. Und was sagt denn der Punktestand? Ja, die haben noch knapp 2000 Punkte. Du bist noch über 4000, oder? Ne, ich bin bei 3600. Hm, okay. Der ist schon wieder Minen hingelegt. Wie kann man nur so sein, ne? Und wir wieder neutralisieren. Voll der Assi. Ich muss dann da erstmal hingehen, ne? Hat der da echt keine Einheiten mehr dazu bekommen? Das ist quasi ein 1 gegen 1, aber wir sind in der besseren Position. Ja. Dass ich immer noch alle Knöpfe drücke und möchte, dass das Spiel weitergeht, ne? Voll die Zockerlehre. Controller hat nicht funktioniert, hm? Nö. Nee. Und dass ich, wenn ich mich über das Spielfeld düsen könnte, ne? Wenn ich es angucken könnte. Wenn du mir wenigstens deine Ressourcen geben könntest. Ja, 4000 und 3000 Strom, also Blitz. Könnte ich was mit anfangen, sagen wir es mal so. Na, ja, hast du gleich gewonnen, oder? Ah, 1200 Punkte hat er noch. Hoffentlich krieg ich den Sieg. Hoch verdient.
Ah, da kommt wieder was. Ah, ein Tower. Der ist voll gut, der Tower in der Position. Ja. Karte sehe ich ja wenigstens noch. So, jetzt habe ich auch einen Skorpion. Oh, da kommt noch mehr. Von der Seite. Oh ja. Ja. Oh, kommt echt ein bisschen was. Ich bin jetzt mit aller Gewalt. Versucht er es mit Hass, Hass, Hass. Gut, jetzt hängt es auch bei mir. Jetzt läuft sie wieder gut. Ja, das war's mit den Einheiten. Ja, bei C sind sie jetzt wieder. Ah, Tatsache. Du bist voll der gute Radar. Ja, weil ich nichts anderes habe, was sich bewegt. Ah, der nimmt aber auch. Ah, doch, jetzt nimmt er einen. Jo. Audi. Jo. Tschüss, ne? Komm, können die meine Minen jetzt da auch mal explodieren? Danke. Oh ne, der Turm macht mich. So, 60 Punkte noch. Ja, 50, 40, 20, 10. Vorbei. Ja, ich habe einen Sieg bekommen. Der eine Typ rausgeflogen ist, ne? Weil alleine gegen zwei wäre schwierig. So, jetzt haben wir 10 Matches. Platin 3, Platin 3, Platin 3, Platin 3. Was hast du? Ich bin Platin. Weiß ich nicht, wo kann man das sehen? Steht Platin unten. Platin 1. Ist Platin gut? Platin hört sich gut an. Ja, nice. Haben wir alles gewonnen, oder? Also kriegen wir jetzt, also nächstes Spiel wird dann auf jeden Fall mit starken Gegnern dann wahrscheinlich sein. Nice, freue ich mich jetzt schon drauf. Endlich. Ja, ja, aber ja, kann man das Spiel nächstes Mal austesten. Ne? Ja, genau. Genau, genau. Ob die Taktik auch wirklich dann halt auch gegen Platin-Spieler hilft. Jo, dann würde ich sagen, war's das fürs Erste hier wieder. Mhm. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Dann tschüss, nee.